Es ist seine letzte Preisverleihung bei der Berlinale und Dieter Kosslick kann sich gar nicht lösen vom roten Teppich am Festivalpalast. Hier ein Küsschen, da eine Umarmung. Nach 18 Jahren als Berlinale-Direktor lässt Kosslick die Stimmung noch mal so richtig auf sich wirken. Und ansonsten bin ich froh, dass die 18 Jahre so toll vergangen sind und so viele Leute, über 5 Millionen, haben sich ein Berlinale-Ticket gekauft in der Zeit. Und ich freue mich, dass das so ein schöner Teppich ist und das Wetter hat ein Einsehen und es ist wie ein Sommerabend hier. Es ist ein bisschen Frühling in Berlin und was kann einem Besseres passieren? Die Jury unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche vergibt die begehrten Bären bei der Abschlussgala. Als bester Film wird Synonym mit dem Goldenen Bären geehrt. Der israelische Regisseur Nadav Lapid erzählt darin die Geschichte eines jungen Israelis, der in Paris eine neue Identität sucht. Mit den Silbernen Bären als beste Darsteller wird ein Filmpaar in der chinesischen Produktion So Long My Boy ausgezeichnet. Wang Jingchung und Zhong Mei spielen darin ein Ehepaar, das um seinen einzigen Sohn trauert. Der Silberne Bär für die beste Regie geht an die Regisseurin des deutschen Films Ich war zu Hause, aber, Angela Schanelek.